Moin, ihr Verrückten, hier sind wieder die tollkühnen Helden, Story, Mr. Lewis und ich. Hallo. Ja, und wir sind hier wieder bei Minecamp. Wir campen hier ein bisschen und ja. Wir gehen mal meinen. Genau, wir gehen mal meinen, ja. Aber vorher bringe ich mich noch um. Sehr gut, aber vorher bringe ich mich erstmal nochmal um hier. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich hole jetzt erstmal einen Eimer und pflanze nochmal ein bisschen mehr von dem Scheiß an. Es tut mir leid, Family. Ich muss es jetzt testen, ob man den Spawn abbauen kann. Alter, ich teste das jetzt. Guckt euch an hier. Ja, lol, man kann die abbauen. Zwei Spackos, da gehen ja jetzt hin und bauen den Spawn ab. Man kann ihn abbauen. Ja, ihr Regelbrecher, ey. Erster Regelbruch. Ich hab's zweiter schon. Wir haben in der ersten Folge schon die erste Regel gebrochen. Jawohl. Ja, wir sind halt einfach die Regelbrechers. Ja, deswegen haben wir hier auch den Wüstenabschnitt gekriegt. Ja, weil wir alles kaputt machen. Aber wir sind doch so nett und lieblich und so. Ja, so. Wir sind wenigstens ein Team. Leute, dann gehen wir jetzt mal runter in den Keller, oder was? Ja. Genau, einen drüber setzen, damit man das Scheißding nicht mehr aufkriegt. Und dann geht es ab hier. So, und jetzt, Macarena, so. Hi. Ich kann den Text nicht. Macarena, wir müssen, glaube ich, da hier, anders. Ich glaube, wir sind hier falsch. Ich glaube, wir müssen other side of life. Nee, oder auch nicht. Oder doch, oder weiß. Kann es sein, dass du gar keinen Plan hast? Okay, hier geht's rum. Ich glaube, hier sind wir richtig oder so. Hier ist auf jeden Fall dark as fuck. Ich setze mal ein paar Fackeln hier, damit wir auch mal ein bisschen was sehen können hier. Mach das, Mr. Lyris, du weißt, wo wir sind, ja? Einfach unten, in den Katakomben. Auf Lai. Hier ist schon mal ein Crafting-Tablett. Okay, ja, was ist hier unten? So, hier ist ein Gang. Oh, guck mal hier. We can be golden. So. Wir haben erstmal ein bisschen Gold mitgenommen. Was ist hier los? Oh, Mine. Fett und geil. Als hätten die irgendwie X-Ray oder sowas drin, oder? Ja. Haben die aber nicht. Die sind in unserem Team. Die haben kein X-Ray drin. So, das wird hier nicht behauptet. Wo ist denn die Höhle jetzt hier? Hier ist Redstone. Brauchen wir... Wollen wir eigentlich alle machen? Ich habe hier gerade Rüstung eingesammelt von irgendjemandem. Nimm einfach mit das Redstone, würde ich sagen. Okay. Nimm mit den Scheiß, ne? Es wäre der Hammer, wenn wir die Leute verarschen. Warum lagen die da rum? Das ist ja seltsam. Tut es Note, dass du hier so rum. Okay, ne. Tut es Note? Also, ob du das kennst. Ne. Natürlich. Kennt man das? Ja, das kennt doch jeder eigentlich, oder? Viele kennen das echt nicht. Was sind das denn für Leute, die das nicht kennen? Was darf ich nicht mit mir machen? Nicht von dir. Ja. Seid ihr links oder rechts gegangen? Also, wenn du noch oben bist, dann links. Ich meine... Okay. Und bei Boah, ich bin in der Schlucht, Leute. Hier ist Party-Time angesagt. Was ist hier los? Hier ist... Mr. Lava Lava haben wir hier einmal anzubieten. Ich sehe euren Namen, ich komme. Was ist sonst hier noch so? Oh, Lava Eisen. Lava. Ey, hier gibt's echt mega viel Eisen, ne? Also anscheinend gab's schon mega viel Eisen. Wie tief die einfach gleich gebuddelt haben. Hier übrigens, ohne Scheiß, ne? Die ist noch richtig riesig, diese Höhle hier, dieses Ding hier. Wow. Das ist richtig riesig hier. Ja. Deswegen haben die vielleicht bei sich da drüben im Camp nicht. Nee. Oder die kommen halt hier irgendwann raus, ne? Deswegen müssen wir den Scheiß hier jetzt schnell leer looten. Deswegen sollten wir uns jetzt auch hier fast gar keine Zeit verschwenden mit irgendeinem Scheiß, sondern alles looten, was hier geht. Auch Kohle mitnehmen, wa? Ja, alles. Einfach alles mitnehmen. Alle Rohstoffe mitnehmen. Würde ich sagen, oder? Das ist, glaube ich, die schlauste Idee. Bevor die anderen aus dem Team, nämlich hier aus dem anderen Team, hier rein zufällig finden... Das wäre nämlich beschissen. Ohne. Dann lieber, dass wir alles haben. Ja, weil so groß ist das hier ja nicht, ne? Wenn du das mal überlegst. So, das Minecamp, die Minecamp-Map ist halt nicht so riesig, ne? Die ist ja nur zwischen neben mir. Leicht begrenzt. Ja, und das ist. Und dann ist es richtig nice, dass wir. Oh, das ist ein Pilz. Dass wir die dominierende Kraft hier vielleicht sehen. Weil wir einfach gut sind.
Wäre ja vielleicht auch cool, wenn wir Diamanten finden würden, ne? Ja, noch mehr. Auf welche Höhe sind wir hier eigentlich? 17. Ich bin gerade 17. Jetzt nicht mehr. Ich warte gerade auf dem iPhone 17. Das Thema hatten wir doch gestern. Ja, ich weiß, ich wollte es nochmal aufgreifen. Ich bin auf 9. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Oh Gott. Okay, ich bin jetzt auch weiter unten hier. Okay, hier ist noch ein bisschen Gold. Ich baue hier ganz Kohle ab. Warte mal, hier war gerade dieses komische Geräusch. Es gibt ja so komische Geräusche bei Minecraft, ne? Die man immer wieder hört, wenn irgendwas auf einen zukommt. Na, nur kann ich die nicht ein... Caves. Ja. Hier war nämlich gerade dieses Cave-Geräusch irgendwie, meine ich. Also hier war gerade irgendein Geräusch. Fuck, ey. Wie ist denn das hier mit der Hölle? Darf man in die Hölle? Ja, darf man. Ich habe mit Kalle so ein bisschen gestern noch gequatscht wegen den Regeln. So. Sehr gut. Ja, auch halt so, das so, wegen dem Villager-Dorf halt auch, wie das gemacht ist und wie auch das mit Minen aussieht und so. Und Kalle hat gemeint so, yo, sobald ihr eine Mine findet, könnt ihr alles looten und es gehört alles euch. Ja. Also all das, was ihr lootet, gehört euch, so hat er gemeint. Ja, ist ja auch so. Wenn man als erstes im Nether ist, ist man als erstes im Nether, hat da gemeint. Eigentlich, so. Ne, müssten wir wirklich, hier ist Lava, ne, mal, um das hier mal festzuhalten, hier ist Lava und für ein Nether-Portal brauchen wir kein Dingsamster. Wie heißt es? Keine Diaspitzhacke. Wir müssen einfach nur Lava und Wasser nehmen, ne, jetzt mal so, und, wie heißt es? Einfach das mit Eimern machen. Wir haben ja genug. Wir haben ja 10.000 Eimer. Und machen und dann können wir in die Hölle. Dann haben wir die Hölle schon mal gemacht und die wissen nicht, wo das Portal ist. Ja, na klar. Ja, eigentlich ist das halt wirklich... So, ich guck mal, wie viel Eimer habe ich noch dabei. Ganz schnell. Wie viel Eisen. Nicht mehr so viel Eisen dabei. Ich probiere hier alles an Lava mal abzugraben, was geht. Würde ich sagen, weil das ist eigentlich echt... Das ist doch gar nicht mal so doof. Nee, das ist eigentlich sehr nice. Das ist doch eigentlich die schlauste Sache, die wir jetzt machen können. Weil also bevor die ihre Scheiße da veranstalten, ja, und bevor die im Nether sind und da alles weglupen, weil stell dir mal vor, da ist direkt eine, wie nennt man das? Direkt so eine Festung im Nether. Direkt da, wo wir spawnen. Ja, aber direkt nur, da. Aber da. Hier ist Redstone. Dann haben die alles. Ja. Könnten die sich eigentlich alles damit schön craften und machen. Das ja, und wir haben nichts. Ja, aber die Frage ist, was ist da und was ist weggemacht worden? Ja, wahrscheinlich, also weggemacht worden. Vor allem, was ja auch geil ist, die Mobs, warte mal. Das ist jetzt ja ein Problem. Die sind nicht da, ne? Das heißt... Aber die Kisten sind da, also. Ja, die Kisten und hier diese Netherwarzen und so, die müssen wir uns eigentlich direkt krallen. Aber das nächste Problem ist ja dann, mit den Tränken, da brauchen wir ja Gastränen und so einen Scheiß, ne? Wenn wir Tränke machen wollen. Ja, und da kriegen... Die kriegen wir im Nether nicht. Ja, aber durch Wochenaufgaben. Ja, klar, ja, aber die kriegen wir jetzt erstmal im Nether nicht. Aber wir kriegen schon mal die Grundlage dafür, das sind die Netherwarzen für die Tränke, ne? Ja. Und wenn die nicht haben, dann bringt es ihnen auch nichts. Wir brauchen einfach den besten Stuff, den es überhaupt hier gibt und dann machen die einfach kalt, ey. Ja, deswegen sollten wir jetzt probieren. Also ich probiere gerade alles an Lava mitzunehmen, was gerade so in meiner Macht steht. Also ich habe schon 2 Eimer Lava. Wie viel brauchen wir denn so? Wie viel Eimer? Wenn ich den gerade hier habe. Eigentlich 10 Eimer, oder? Oder bin ich gerade falsch? Ich weiß das immer. Bei den Portalen bin ich mir echt nicht sicher, ne? Wie das brauchen wir 10 Eimer. 10, okay. Ja. Wie viel hast du denn schon? Oder? 2 habe ich jetzt. Nee, Quatsch. 1 habe ich. Ich habe halt keine Eimer. Nee, 2. Eisen, ne? 2 Eimer habe ich. Aber hier ist doch ein bisschen was. Wenn ihr noch was findet, baut's ab und nehmt mit. Nehmt alles mit. Ja, ich habe kein Dings. Dann lass kurz Eisen treffen, da wo Freaks ist. Lass dann erstmal schnell ein bisschen Eisen brennen. Du Eimern machen oder wir rennen die ganze Zeit immer hin und her. Geht ja natürlich auch. Ja, aber, also nee, ich hab gerade. Mal treffen wäre nicht schlecht. Hey. Oh, hier ist noch Lava. Okay, ich snack gerade noch ein bisschen Lava mit. Oh, Scheiße, nee, die ist zu weit oben.
ich bin... Da ist, warte mal, ich sehe da gerade jemanden. Ich glaube, ich sehe dich. Bin ich das? Okay, ich bin nämlich gerade, glaube ich, wieder in der... Oh ja, Story ist auch da in der Nähe. Schlucht, jawohl. Ja, Story, jo. Okay, ich bin hier wieder in der Schlucht gelandet. Und da ist Free. Lass mal hier in der Schlucht treffen, also komm mal zu mir. Das ist eigentlich ganz... Ja, wir ganz, sind bei dir. Ganz nice. Ach so, hallo. Hallo. Hi. Hallo. Oh. Weil hier das waren die nämlich doch. Definitiv noch nicht. Nee. Oh, hier ist noch Eisen. Sehr gute Sache. Vorsicht, Lava. Oh, nice. Nicht jetzt reinspringen da hier. Das wäre doof. Das musste sein. Hä? Was? Feines Feuerchen. Ja, ja. Da muss man einfach nicht drauf eingehen. Einfach professionell ignorieren. Meine Mama hat mir gerade auf den Rücken geklopft. Dachte ich mir, dass sie das noch macht. Erstmal eine Schelle geben. Mann, was ist denn mit dir los? Was rülpst du in deiner Aufnahme? Bist du denn des Wahnsinns? Wenn du meine Aufnahmen kennen würdest, ne? Ja. Alter, durchgehendes Gerülpse. Oh lol, was hab... Ach, das warst du. Oh lol, was ist das denn jetzt? Ja, ein Ofen. Nicht so. Scheiße. Er wird trotzdem erschreckt. Ich so... Was ist das denn hier für eine Scheiße? Ey, ein Ofen. Ich glaube, ich hacke. Alter, Hackfleisch. Was kannst du denn machen, Alter, wenn ich hier abbaue, einfach einen Ofen dahin stellen? Ah doch, das geht alles. Alles machbar. Da erschrecke ich mich doch. Mensch, tut es Note, dass das hier so rumoxidiert? Mensch, tut es Note jetzt hier oder was? Hat das jetzt gerade Note getan, dass du das jetzt hier gerade so, dass du hier schon wieder röhrig nachmachst? Nö, aber es macht Spaß. Ja. Und das ist geil. Alter, Leute, ihr müsst es mal in die Kommentare schreiben. Kennt ihr das noch? Ja, hier, ihr, die jüngere Generation des Ganzen. Kennt ihr noch, Werner? Werner ist das Beste, was es gibt, ey. Ja. Habe ich letztens vor kurzem erst wieder geguckt. Ja, das kann man sich auch einfach richtig oft geben, weil es einfach so ultra lustig ist. Ja. Wollen wir jetzt denn hier vielleicht irgendwie hier ich so hier? Ich brenne hier schon Eisen. Ja, ja, hier, ich hab hier gerade Eisen gefunden. Ich habe schon 4 Eimers mit Lava. Jawohl. Ich hab hier Lapis Lazius gefunden. Lapis Lazuli. Ja, das brauchen wir auch für hier Verzauberung dann. Hab ich schon mal. So. Sehr gut. Ich habe nochmal 2 Eimers. Also wir müssen jetzt eigentlich nur noch ein bisschen Lava hier finden. Das wäre natürlich. Ich habe jetzt fast 2 Stacks Kohle. Also in der anderen Hölle, in der anderen Schlucht doch noch einmal jetzt durch den Minenschacht durch, da würde eine ganze Lavaquelle sein. Ach so. Eine ganze Lavasee. Ich habe noch gar keinen anderen gesehen. Hier noch gar keine andere Schlucht. Hier ist noch eine andere Schlucht, oder? Hier vorne, was ist hier? Hier ist noch ein bisschen Eisen. Ich probiere hier gerade unser Treumaterial einzusammeln. Aber warte mal. Dürfen wir überhaupt Fallen bauen? Ja, ne? Das ist doch nicht verboten, oder? Eigentlich schon, ja. Wir dürfen Fallen bauen, ja. Ja, also werden wir die richtig trollen, richtig hart. Die werden gefickt. Okay. Aber das sollten wir vielleicht in anderen Folgen machen und so, weil wir müssten ja dann vorproduzieren, nicht, dass sie das dann sich angucken und dann schon vorher wissen. Nein, ich bin in die Lava gerannt. Nein, ich sterbe. Hat jemand Wasser? Nein, hab ich nicht. Hier, nimm meine Sachen, Story. Nimm sie. Zieh dich aus. Nein, ich sterbe doch. Doch. Okay, ich sterbe doch. Ich kann das nicht alles tragen. Ja, wo seid ihr? Oh. Hier, geh einfach die Schlucht weiter nach hinten durch. Ich komme wieder. Keine Frage. Och, jetzt ist er von uns gegangen. Ja, aber ist ja kein Ding. Ich hab den Angel. Ja, ja. Wieso hast du denn Löwenzahn dabei? Und ich weiß es nicht. Schmeiß weg den Scheiß. Ich hatte noch Platz im Inventar. Ich habe gerade, glaube ich, beim Kohleabbauen einfach irgendwie Schienen mitgenommen oder so. In die andere Richtung gegangen oder hier lang? So, Freunde, ich komme wieder nach unten. Dauert nur ein bisschen, bis ich im Underground bin. Aber ich sehe eure Namen schon. Ja, geil, das ist doch schon mal ganz nice. So schnell? Ja, so weit. Ich sehe die richtig weit oben, eure Namen. Das müssen wir uns also auch merken. Eine gute Erkenntnis. Man sieht die Namen einfach perfekt weit. Und dass wir echt aufpassen müssen. So, hier lang, die Minenschacht entlang, oder? Ja, genau, hier. Oh Gott, wie weit unten ist denn das hier noch? Oh nein, bitte nicht. Wo seid denn ihr jetzt? Na toll, jetzt sehe ich euren Namen nicht mehr. Hier hinten, ja, ich muss kurz jetzt nach rechts gucken. Ich muss hier, warte mal, wo, hä?
Ah, da, warte. Ich komme. Ich baue mich einfach zu dir. Warte, ich kann mich zu dir bauen. Hier, ja, wir sind genau über dir. Ja, warte, ich guck mal, ob ich hier irgendwo hochkomme. Hier ist ein Lavasee. Hier ist ein Lavasee. Den brauchen wir doch, oder? Den nieden wir doch. Ich komme jetzt zu dir runter. Sorry, ich bin hinter dir. Ja, ich sehe es euch, Leute. Leute, wir sind schon bei 15 Minuten. Ja, wir müssen doch mal eben ein bisschen Lava hier. Und ihr müsst mir mal eben meine Sachen geben. Deine Sachen, geh mal nach da oben. Da sind deine ganzen Sachen. Hier, ich bin. Ach so. Wo sind die? Wo? Ich hab die eingesammelt. Ach, Lyros hat die ja. No. Ach, cool. Ja, ich dachte, ich soll die einsammeln. Dann stell dich nicht so nah da ran. Du sammelst es immer wieder auf. Ja, ich weiß, ich merk's gerade. Mann, nee. So eine. Kann nicht sein hier. Was hattest du noch? Das ist meine Angel, jawohl. Ja, danke. Ja, die brauche ich eigentlich nicht, die Schienen. Oh, das komische Löwengezahn Alter, hier nicht. Bevor du das wegschmeißt, ich will erst weggehen. Ja. Ich will das auch nicht. Ein Schwert. Ach da. Ich wollte gerade sagen, ein Schwert hatte ich aber auch noch, Leute. Hat wir wollen wir jetzt erstmal kurz noch zurückgehen und das Eisen, was wir gerade gebrannt haben, holen, um einen Eimer zu machen? Ja, besser ist es, ne? Dann machen wir übrigens auch noch Eisen. Ja. Dann machen wir jetzt hier noch schnell eine Wasserquelle. Also dann schon mal vorbereiten dafür. Und dann haben wir noch endlich Wasserquelle und dann können wir ganz in Ruhe hier ein Portal machen. Dann wieder in der nächsten Folge, ja, wo war denn unser Ding eigentlich hier? Das war jetzt hier hinten links. Unser Ofen. Ob ihr so ein scheiß Gedächtnis habt. Hä, da war das? Ich dachte auf der anderen Seite. Nein, hier. Oh Gott. Ich hab doch gar nicht gefragt, hä? Ich hab gefragt, ich hatte auch ein scheiß Gedächtnis. Beziehungsweise, ich hab mich schlecht orientiert hier in dieser Höhle. Oh, ich hab noch 19 Eisen übrigens gesnackt, also wir können jetzt ganz viele Eimers machen. Aber da ist auch eh eine unendliche Lavaquelle, also von daher ist es ja eh egal. Na ja, gut, eine unendliche Lavaquelle gibt's ja gar nicht, glaube ich. Echt nicht? Ich glaube nicht, das braucht sich ja auch. Nee, stimmt, gibt's doch nicht. Sorry! Story. So, ich hab schon mal gereimt. So, Leute. Wo seid ihr? Ja? Ich stehe hier bei der Lavaquelle. Ich dachte, wir wollen hier beenden. Wir sind nämlich schon bei 17 Minuten. Scheiße, wir überziehen. Es fuck. Oh yeah, ich komme. Wir sind hier hart am Überziehen, ey. Da gibt's wieder Schläge von Kalle aufs Gesicht, weißt du? Hart am Limit. So, Freunde. Wir arbeiten am Limit. Wo ist Mr. Lewis? Hallo, wo bist du? Ja, ich rede. Schneller! Hopp. Da ist er. So, und in der nächsten Folge machen wir dann hier Spaß, Spannung, Abenteuer und ja. Bis und dann. Tschüss.